Die Gruppe hat den schweren Weg durch die winterlichen Berge fortgesetzt. Weiden liegt hinter euch und nun müsst ihr auf eure Führerin vertrauen, die jederzeit in einen Blutrausch verfallen kann. Die Kälte frisst sich weiter in eure Herzen und die letzten zwei Nächte habt ihr kaum ein Auge zugemacht. Ihr seid aggressiver als sonst und leicht reizbar. Beim Jagen hat Jala nun wieder Wölfe entdeckt und die verfolgt. Zwei Köpfe, ein widerliches Geifern und rotglühende Augen, struppiges, strähniges Fell und die weißen Hetzer von Tobrien, die er darin erkennt. Ein Stein nach ihm geworfen, nehmen sie seine Witterung auf und der Kampf beginnt. Die Initiative von euch habe ich bereits ausgewürfelt, damit es sofort losgeht. Und ja, wir beginnen mit der 12. Die weißen Hetzer würden anfangen, es sei denn, irgendjemand möchte vorziehen. Jerodin. Ich hätte nur noch zwei Fragen. Erstens, ich nehme mal an, die Distanzen auf der Karte verstehen sich geteilt durch 10? Geteilt durch 10, richtig. Die aktuelle Distanz zum ersten weißen Hetzer wären dann 35 Meter. Und zweite Frage, ich hatte ja einen von den beiden mit einem Pfeil erwischt. Ich nehme an, du hast den Schaden bereits eingetragen. Hattest du den Schaden gewürfelt? Den hatte ich letztes Mal noch nicht gewürfelt. So viel damit hatte. Dann, genau, getroffen hattest du, das weiß ich. Und jetzt darfst du den Schaden einmal raushauen. Jetzt ist es auch vor allem genau, dass es 35 Meter sind. Ja, nee, der Schuss war auf 60 Meter. Ich nehme also an, ich habe den hinteren anvisiert. Das macht dann einen Schaden plus minus 0, das sind 8. 8, alles klar, werden notiert. Profaner Schaden. Ich bin dran, ich lege meinen Bogen so zügig wie möglich neben mir ab. Eine Aktion. Aktion und ziehe meinen anderthalb Händer. Meine Initiative steigt dadurch um einen Punkt. Warte. Ja. Nein, um zwei Punkte. Genau, dann hast du schnell ziehen, richtig? Nein, das ist also noch einmal eine Aktion. Ziehen an der Waffe vom Gürtel. Gut, dann bist du mit deinen Aktionen durch. Du hast dich nicht orientiert, aber durch die Initiative deiner Waffe steigt sie um zwei Punkte. Ich müsste an dieser Stelle nochmal eine Frage stellen. Ja. Durch meinen Waffenmeister halte ich eine dritte Aktion pro Runde. Aber ich hatte mein Schwert ja zu Anfang dieser Runde nicht in der Hand. Wie verhält sich das jetzt? Du bekommst von mir diese Kampfrunde bekommst du keine nächste Aktion von mir. Ist eine gute Frage. Weiter geht's. Ja. Möchtest du noch irgendwas tun? 3, 2. Rufen. Hey, hier sind welche! Ah, gut. Oh. Dann dürfen sich die anderen eben auch in diesen Kampf begeben, ansonsten wären die weiterhin planlos. Wir verschieben einfach mal, weil Torgosch noch nicht da ist, den Zwergen vom Schwerfischen in dieses kleine Talchen hier, wo er dann abgeschirmt ist vom Lärm. Und die anderen hören den Ruf von Jalan mit einer Sinnenschärfeprobe, weil aktuelle Entfernung 60 Meter. Ist nicht erschwert. Ömer ist ein bisschen desorientiert und genervt, dass Jalan ihn mal wieder beim Jagen stört und die ganzen Steinböcke verjagt, aber was auch immer er gefunden hat. Okay. Ja, der gerufen, hier sind welche, alles klar. Das wären hier keine Steinböcke, wenn dieser Idiot. Sehen wir denn diesen Kampf oder sehen wir Jalan oder dieses Geschehnisse um Jalan herum? Du siehst, dass Jalan jetzt gerade seinen Bogen zwischen die Bäume legt und sein Schwert zieht. Okay, aber nicht gegen Wasser kämpft sozusagen, oder? Aktuell siehst du nichts. Weiß auf weiß. Gut, gut, gut. Ja, dann würde ich mich mal in die Richtung rennen. Mal in die Richtung rennen, aha. Wir wollen Jalan. Ja, wie ist deine Geschwindigkeit? 6. 6. So bepackt, wie du bist. Das heißt, wenn du sprintest, 6 mal 3. Das sind 18, ne? Wieder mal 3. Da müsste etwa da sein. Ja, ich muss mir gerade mal in der Zobot die weißen Hetze ansehen, wie das mit deren Geschwindigkeit ist. Vermutlich sowas Unschönes wie 10 oder so. So, Gefahrenwert ist 10. Geschwindigkeit ist 11. Das heißt, 33 Meter sprinten. Genau, im Sprint wären das 33. Du verzeihst mir, dass es 34 Meter werden. Er setzt zum Sprungangriff an, beziehungsweise er springt dich an. Das ist quasi der tierische Sturmangriff. Spring dich an. Da ich keine Aktion mehr habe, werde ich den hinnehmen müssen. Ja. Aber so wie ich das sehe, springt er an mir vorbei. Leider ja. Der andere springt ebenso von diesem Felsen hier runter und macht auch 33 Meter. Damit ist er gesprintet und hat angegriffen. Ragnar.
Ja, Ragnar würde erst einmal auch nur in diese Richtung schauen und wahrscheinlich hier irgendwo die Umgebung erst einmal genauer im Blick haben. Also regeltechnisch würde er sich orientieren. Gut, dann kannst du das mit Aufmerksamkeit in einer Aktion tun. Yoga bleibt bei den Tieren und hält vor allem dann auch die Esel mit euren Sachen fest, damit die nicht weglaufen. Gut, ich hatte jetzt eigentlich gesagt, dass Igna und Torgosch, also dass Torgosch auch Igna dann kontrollieren kann, aber dadurch, dass die beide nicht da sind, Igna schaut zu dir, ja, er rennt, stiefelt. Lass Igna doch bei Torgosch sein zum Sperrfischenassistenten. Ja, dann ist er Sperrfischenassistent. Trägt die toten Fische, dann ist er auch nicht da. Jalan hat er schon agiert, Abelmir hatte vorgezogen, Ömer. Ömer ist etwas genervt, stiefelt jetzt aber trotzdem zügigen Schrittes dahin. Er rennt nicht, sondern er gibt zwei Aktionen Gehen, also zwei Aktionen zügiges Gehen dahin auf. Er hat eine Geschwindigkeit von 9, minus 1 Punkt Behinderung durch seine Kleidung, ist er bei 8. Seine schwere Ausrüstung, also sprich jetzt hier durch Rucksack und alles, das hat er eben natürlich nicht dabei auf die Jagd, sondern das ist natürlich beim Lager. Natürlich. Deswegen Geschwindigkeit 8. Einmal 80 bis hierhin und dann 160 bis hierhin. Sehr schön. So, 16 Meter dahin, zwei Aktionen. Schnelles Gehen. Gut, nächste Kampfrunde. Die weißen Hetzer sind dran. Ich möchte vorziehen. Ja. Ja, Jana nutzt natürlich die Gelegenheit, die sich ihm hier bietet, gleich. Der Hetzer hat wohl seinen Sprung ein bisschen zu kurz eingeschätzt. Hebt das Schwert einmal und haut zu. Ich möchte gerne einen. Komm, was soll der Geiz? Mach mal einen 6er Wuchtschlag. Ja, ich hatte ihn gerade hinter dich oder an die Seite gezogen, aber nee, finde ich gut. Dann hat er den Sprung zu kurz angesetzt. Und damit würdest du quasi treffen. Da es aber eine neue Runde ist, darf er parieren, wenn er möchte. Er pariert einmal, schauen wir mal, beziehungsweise Tiere weichen aus. Bum, 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 bum. Parade. 2. Das wäre ganz normal gelungen. Dann beißt mein Schwert jetzt wohl leider nur in den Schnee. Genau, ist einmal ausgewichen und beide Köpfe, du kennst diese Tiere höchstwahrscheinlich, nicht so sehr eigenen Erfahrungen, weil du dann sehr schnell Tobrien verlassen hast, aber du hast natürlich dann auch den Kontakt mit deinen tobrischen Freunden gehalten und diese Wesenheiten sollen wohl jetzt gerade das Wappentier der Tobrier in den Dreck ziehen. Chimerologische Spielereien, 2 Bisse, 1, 2. Das ist keine umgewandelte Aktion, die haben ganz generell 2 Aktionen pro Runde und beide würden treffen. Ich möchte doch ganz gerne den ersten gegenhalten. Das ist um 4 erschwert. Schauen wir mal. Ich hätte 15 über. Und ja. Eine 1, 2, 3, 4, ein 5er Initiativeunterschied. Genau, das ist schön, dass du das selber ausgerechnet hast. Ich bin bei der 12, dann erzählen wir doch mal, was das Gegenhalten tut. Anstatt zu parieren oder auszuweichen, wirft man sich halt mit der Waffe voran in den Angriff hinein und hofft, dass man dem Gegner eher eins auswischt, bevor er einen selber trifft. Das heißt, du bekommst den halben Schaden und nicht den vollen? Korrekt. Mein Schaden ist 10, 10 halbe, kannst Rüstung abziehen. 5, schauen wir jetzt die Trefferzone an, oder hattest du die schon? Nein, habe ich dir. Kannst du dir selber auswürfeln dann, wenn dann das relevant wird. Ich glaube, dann nehme ich die jetzt. Ja, das wird leider relevant. Dann nehme ich ja, bei der 11 ja, aber bei der 10, ich glaube, das ist egal, ne? Nicht, wenn es der Kopf wird. Achso. Da habe ich nur 4 Punkte Rüstung. Okay, dann der erste ist dein Bauch, die 10, also 10 halbe. Jetzt muss er nochmal Trefferzone würfeln für die 11. So. Und dann gebe ich dir noch einen für mich, also meinen Treffer. Ins linke Bein. So, der Bauch bleibt hängen an den 6 Punkten Rüstung. Das rechte Bein, da kommen 11 minus 4, 7 durch. Sehr gut, dann kannst du das bitte einmal notieren. Der zweite weiße Hetzer ist dran und auch er wird einmal anspringen. Den möchte ich ebenfalls gegenhalten. Wie man mir sagt, ist das erschwert. Also das Gegenhalten gegen das Anspringen. Ja. Das ist richtig. Normalerweise ist es dann beim Tier oder bei diesem Tier ist es eine plus 6. Genauso wie das Ausweichen auch um 6 erschwert wäre und du darfst ihn nur mit einem Schild parieren. Aber es ist in diesem Fall nicht nötig.
Und ich wende mich also, gerade wenn ich ihn kommen höre, er wird vermutlich sehr laut am Knurren, am Kläffzen sein, wende ich mich zu ihm um und springe ihm fast schon entgegen. Das wäre gelungen. Ich habe drei über und fünfer Innie Unterschied. Achso, warte, richtig, genau. Seien es nicht gelungen, dann, ja gut, kannst du halt trotzdem ganz normal passier schlagen. Beziehungsweise gegenhalten. Ja, hast du vorher angesagt, dann, richtig? Nee, also, wenn der Angriff nicht gelungen ist, kann er einen Passierschlag machen. Ich weiß gar nicht, ist das wie ein Sturmangriff? Es steht auch da, ich kann ihn gegenhalten. Kann ich ihn nicht gegenhalten, wenn er seinen Angriff nicht schafft? Natürlich nicht. Dann kommt es nicht zu einer Paradeaktion von dir. Du kannst jetzt also, dein Gegenhalt ist irrelevant, du kannst einfach nur noch einen Passierschlag jetzt würfeln, der um... In diesem Fall werten wir den Wurf einfach als Passierschlag, der dann getroffen ist. Ja, machen wir so. Gebe den einfachen Waffenschaden. Einfach, weil darf's nicht Schaden oder sowas reinlegen. Das ist das linke Bein, das ich gerade noch so mit der Klingenspitze mitbekomme. Ja. Schauen wir mal nach. Das war der zweite. Was war denn Bogenschaden? Was hattest du da gesagt? Sorry, muss ich nochmal nachschauen. 7. Gut, dann siehst du, wie der weiße Hetzer, der 8. zweite, ziemlich stark angeschlagen ist. Oh, wir machen weiter in der Initiativreihenfolge. Ihr könnt wohl ein lautes Brummen von den beiden Zwergen hören. Die vielleicht auch irgendwas gehört haben. Vielleicht haben sie auch noch einen Fisch gefangen. Ragnar. Ja, Ragnar würde jetzt, wo er sieht, dass Jalan da wohl scheinbar im Kampf gefesselt ist, nehmen wir an, diese weißen Hetzer sind aus der nur aus der Nähe zu erkennen, weil die wirklich komplett weiß sind. Es sieht aus wie schwarzes, struppiges, weißes, struppiges Fell, was da zwischen den Bäumen auftaucht und Jalan kämpft dagegen irgendwas, aber du kannst sie nicht richtig erkennen, irgendein großes Tier. Wie stark bedrängt sieht Jalan denn aus? Es sind 4 Tiere, die ihn da angreifen. 2? 4? Bist du nicht ganz sicher. Weil ich würde mich ganz gerne einfach nochmal umsehen, ob es hier noch irgendwo andere von diesen Hetzern unterwegs sind. Ja, du kannst erkennen, wie deine Tiere... Yoga hält zwar gerade da die beiden Esel fest, Bisfrau Buhl steht noch relativ entspannt da, das Pferd von Jalan, aber deine beiden Esel sehen sehr panisch aus. Das ist das, was dir auf alle Fälle auffällt. 3, 2. Ja, also ich würde mich halt wie gesagt umsehen, ob ich irgendwelche anderen weißen Hetzer sehe. Ja. Ist so notiert. Aber mir. Kann ich inzwischen besser sehen, gegen was Jalan kämpft? Das von deiner Position aus 40, 45 Meter, ja, jetzt kannst du das wohl erkennen. Weiß nicht genau, was das für Tiere sind. Irgendwie Wölfe, denen ein zweiter Kopf dran gepflanzt worden ist. Gut, in Ansicht von Tobias geht mal schwer von Dämoniden aus, weil Wölfe haben normal nur einen Kopf. Genau, irgendwelche Nagrach Dämonen. Gut, würde dann mein Laufen erbrechen und ein Rufen Guardian Paradei, schütze mich gegen Zauberei, Variante gegen Dämonen. Ja, Zauberdauer? Zwei Aktionen, dann bist du durch und immer. Ja, immer, der noch immer nicht richtig sieht, der noch immer nur bisher dahingegangen ist, wird auch weiterhin machen. Er ruft nur, was denn schon wieder, Mann? Scheint etwas angepisst zu sein und wird wieder seine gemütlichen einmal 80 und dann nochmal 80 gemütlich dahin gehen. Und wenn er hier ankommt, ja, sind die Bäume ihm noch immer teilweise im Weg. Das heißt, er erkennt da irgendwie grob was, aber ja. Ja, gerade mit der Klippe nach unten siehst du jetzt irgendwie die ersten Köpfe auftauchen, irgendwie Schnee wirbelt auf. Nächste Kampfrunde, die weißen Hetzer. Erinnere daran, dass ich noch eine Aktion habe. Ja, möchtest du was tun? Zum einen möchte ich zwei Fragen stellen. Erste ist, die haben beide ihr Anspringen nicht geschafft. Auf welche Distanzklasse stehen die jetzt? Das müsste nämlich dann meine sein, oder? Genau, die haben beide ihre nicht geschafft. Dann dann stehen sie eigentlich... Du hast mehr als 4 Initiative. Ja, genau. Also, sie würden gerne auf N kämpfen, aber haben es nicht geschafft. Das heißt, du darfst sie eben auf S halten. Auf P darfst du sie nicht halten. Das ist richtig. Zweitens, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Gegenhalten geht auch, wenn er seinen Angriff nicht schafft, aber ich muss es vorher ansagen. Hast du, genau. Ich war auch der Meinung, dass das funktioniert. Merken wir uns das nächste Mal. Gut, aber das ist jetzt egal. Die beiden sind auf S und ich mache einen Befreiungsschlag. Du hast ja auch eine dritte Aktion durch deinen Waffenmeister. Befreiungsschlag. Sophia Schwert. Wenn die beiden schon so schön hier stehen, versuche ich einfach mal
beiden die Köpfe wegzuhauen. Dürfen sie noch parieren? Ich glaube nicht. Oder? Doch, die haben noch ein paar. Zumindest, also der eine ja, der andere nicht. Weil der angesprungen ist. 18 schaffen sie nicht. Dann kriegen sie jetzt einmal Waffenschaden. Das ist nur 11. Und sie müssen einen Angriff zum Niederwerfen standhalten. Ich weiß leider nicht, wie sich das bei Tieren ausnimmt. Der Gefahrenwert wird für alle Attributswürfe und für alle Würfe immer genommen. Gut. Gefahrenwert, hast du am Anfang vorgelesen, ist 10. Und der wird dann sozusagen als Körperkraft als alles Wichtige genommen. Okay, scheiße. Den hinteren, der gerade angesprungen ist, da bitte einmal beschreiben, was passiert. Und der zweite fällt, was heißt fällt hin? Ein Tier auf vier Beinen fällt nicht hin, aber schüttelt sich seine beiden Köpfe, ist kurz verwirrt und knurrt und kläfft, brüllt dich weiter an. Weiterer Geifer, der da rausläuft. Was mit dem zweiten passiert? Der ist ja an Jalan vorbeigesprungen, hat sich noch den Schwertstreich im Grunde aus einer Klingenspitze abgefangen. Wenn er jetzt so hier in der ungünstigen Position ist, wird nochmal nachgesetzt, ihm einen Schlag reingehaut und dann direkt mit dem Schwung umhergefahren, um den anderen gegenüberzustehen. Er verliert 2W6 Inni. Das ist gar nicht so günstig. 2W6. Auf dir, Mistviecher! Gib mir noch mehr! Dann ist er auf der 7. Ragnar, du siehst keine weiteren weißen Hetzer, zumindest nicht aus dem Augenwinkel. Nichts Außergewöhnliches, nur weiter panische Esel. Die wird wahrscheinlich hier überall auch Blut, was hier gespritzt ist in dem Kampf. Den Wunden der weißen Hetzer. Genau, jetzt färbt sich langsam der weiße Schneerot und das ist auf alle Fälle jetzt auffällig, dass das nicht mit rechten Dingen zu sich geht. Wir sind auf Distanzklasse P. Also kann ich denn erkennen, dass die beiden da von Jalan relativ erfolgreich abgewehrt werden? Ja, definitiv. Jalan dann kämpft da noch ziemlich gemütlich. Dann würde ich natürlich zu meinem Goldesel und Meister Vielfraß gehen und versuchen, die beiden zu beruhigen. Ja, abrichten. Alles klar. Irgendwelche Erschwernisse? Ich erschwere dir das Abrichten um 5 Punkte. Ja, um die Gefahrenstufe der weißen Hetzer. Aber weil sie noch nicht so nah sind und sie nicht angegriffen haben, nur die Hälfte, also 5. Machen wir so. Ist eine gute Regel. Ja. Du kannst nochmal schnell eine Karotte aus dem Sattel rausholen und die nochmal über die Nüstern streichen. Bisfrabul selber ist auch ein bisschen unruhig, auch für den hast du eine weitere Hand frei. Und damit gehen wir in die nächste Kampfrunde. Einer liegt blutend im Schnee, die beiden Köpfe zu links, nach rechts gespalten, so dass es ein bisschen aufgeklappt ist, der Körper. Und der andere, wie gesagt, versucht ein bisschen nach oben zu kommen, schüttelt beide Häupter und versucht zweimal anzugreifen. Ömer zieht vor. Ja. Ömer erkennt jetzt langsam, dass es irgendwie gefährlich ist, wird eine Aktion laufen verbringen, hier hin sich stehen. Jetzt vielleicht auch endlich ein bisschen mehr sehen können, da es ja jetzt hier auch nur noch irgendwie 20 Meter bis zu Jalan sind und zwischen diesen Schritten dann durch. Und er hat ja den Bogen in der Hand und diesen Pfeil auf der Sehne, beim schnellen Gehen muss er den auch nicht runternehmen, wird jetzt aber sozusagen den Bogen ausrichten und den Pfeil nach hinten ziehen, um sich auf einen Schuss auf den weißen Hetzer bereit zu machen, ohne noch weiter was zu sagen. Erste Aktion nachladen. Damit ist das Nachladen beendet und ich könnte einen Schnellschuss nächste Runde abgeben, aber diese Runde tut sich nicht mehr beim Erbogen. Gut. Ich möchte vorziehen und die Sache hier beenden. Nein! Doch. Zuerst einmal, da wir auf Distanzklasse P sind mittlerweile, möchte ich einmal verkürzen. Das ist ein, wenn ich mich recht erinnere, unerschwerter Angriff. Ja, die lassen das auch zu, die wollen ja selber angreifen. Gut. Ich komme ran und dann hau ich ihn kaputt. Er hat ja seine Umwandlung schon angesagt. Er kann ganz normal zweimal angreifen, weil zwei Köpfe. Schauen wir mal, ob er parieren kann. Verkürzen ist okay, aber parieren würde er wohl nicht schaffen, zumindest nicht mit den Werten hier. Dann mach nochmal den Schaden und dann beschreib, weil ich glaube, das ist sehr hoffnungslos. Verkürzen macht leider keinen Schaden. Achso, du bist nur verkürzt, ja. Dann. Ja, aber jetzt ist er seine Parade weg, deswegen drücke ich ihm einfach den Achterwuchtschlag rein. Weil du offensiv umwandelst. Weil ich drei Aktionen habe, von denen ich eine frei benutzen kann. Richtig. Ja, okay. Umwandeln müsste ich jetzt für die dritte. Das würde treffen. Er kann auch frei ausweichen, glaube ich. Warte kurz. Die erste Aktion ist durch. Ömer dürfte vorziehen.
Immer lebt diese Runde ja noch komplett nach. Oder ist das jetzt schon die neue Runde? Das ist die vorgezogene Runde. Ich bin eine Aktion gelaufen, eine Aktion nachladen und damit ist von meinem Bogen jetzt geladen. Und ich konnte nächste Runde einen Schnellschuss von der Aktion abgeben, aber das ist nächste Runde. Ich habe diese Runde alle an Aktionen verbraucht. Wollte Abel mir noch vorziehen, irgendwie schnell in irgendeine Sphäre oder sowas reinklauben? Nö. Komm, in die Sphäre. Nein. Ja, überlegt so eine kleine schimmernde gelbe Kuppel und möchtest du was tun? Mein Guardiano ist misslungen. Dann merkst du, wie die goldene Kuppel also einmal kurz entsteht und sich sofort wieder auflöst, einmal kurz flackert. Du siehst nur noch einen kleinen Kreis, der in dem Schnee sich um dich gebildet hat. Kleine Verwirbelung. Und sprinte weiter. Deinem Freund zu helfen, damit er in diesem Kampf nicht umkommt. Da ist so viel Blut, oh mein Gott. So viel Blut. Und dann gräbt sich die Klinge auch schon zwischen die beiden Köpfe und macht ihm Länge aus. Nicht einmal mehr ein Heulen, ein Aufjaulen. Nur noch das Zusammensacken des schweren Körpers in den Schnee. Oh mein Gott, ihr beiden. Ihr seht, wie Jarlander bluttriefend sein Schwert in der Hand hält. Schnaufend. So viel Blut wieder ist. Ich richte mich dann auf, blicke nochmal über den Pass, überlege kurz, ob ich nicht etwas rufen soll, aber der Schnee sieht mir nicht sehr geheuer aus. Ömer, da bist du ja. Hätte dich auch nicht rufen brauchen, es waren nur zwei. Vier, wie auch immer. Ja, man sieht, wie immer den Pfeil wieder sozusagen entspannt, aber auf der Seele liegen lässt und dann Richtung Klippe hier zum Rand gelaufen kommt. Alles okay? Seid ihr verletzt? Kleinigkeit, einer hat mich wohl am Bein ein bisschen erwischt, aber ich glaube nicht, dass er sonderlich weit durchgebissen hat. Lass mich schauen. In dieser Umgebung kann jeder Kratzer zum Tode führen. Lasst uns erstmal zu den Pferden zurückgehen, wir müssen das ja nicht hier unten im Dreck machen. Gut. Ich möchte mal einen von den beiden packen, vorzugsweise der nicht so hart kaputt ist, und ihn mitnehmen. Ja, sind unglaublich schwer. Du kennst wohl Exemplare, die so groß sind wie Hunde. Es gibt dann eben auch noch etwas größere. Groß wie Pferde sind sie dann nicht ganz, aber du schleifst ihn dann, vielleicht auch ein bisschen mit Hilfe, kannst du ihn dann durch den Schnee schleifen. Würde funktionieren. Das Eis, wenn du einmal kurz drüber läufst, knackt ein bisschen. Du siehst dann wohl auch, ist nur eine kleine Pfütze, gib dann einmal kurz nach und stehst dann ja ungefähr eine Stiefelbreit stehst du mal ein bisschen tiefer, so ein paar Zentimeter. Kannst ihn dann wieder rumwuchten und merkst wohl auch, wie die Esel und auch die Pferde nicht ganz so begeistert sind von deinem Fund, aber ihr könntet dann zurücktraben. Und wenn ihr dann nach links schaut, könnt ihr auch erkennen, wie da wohl gerade die beiden Zwerge mit Speeren im Arm auf die Szenerie zukommen. Unsere Befürchtungen scheinen sich bewahrheitet zu haben, denn das hier ist kein Wolf. Interessantes Tierchen. Weiße Waffen hier, das wohl, keine Wölfe. Weiße Hetzer. Alottas Untiere sind das. Ich hab gehört, dass die Ritter drüben sich teilweise Mäntel aus deren Pelzen machen. Kann einer von euch Haut abziehen? Kann ich aus ihnen was zu essen machen? Ich würde das nicht essen. Und ich rate das auch jedem, dies nicht zu tun. Es sind dämonische Kreaturen. Die wollt ihr nicht wirklich verspeisen. Vor allem, da wir ja gut genug ausgestattet sind. Okay. Bitte? Ich fragte, warum? Dämonische Wesen zu verspeisen, so als wenn ihr einen leibhaftigen Dämon essen würdet. Es führt zu mannigfaltigen Krankheiten und keiner davon ist sehr angenehm. Wir haben doch noch genug Fleisch bei Swafnir. Immer zu den Schultern. Da weiß ich doch nicht, ob man die essen kann. Esst sie nicht. Ich soll dir jetzt also die Haut abziehen, ja? Vorzugsweise, ja. Dem Ding bitte, nicht mir. Weiß Waffnir das wohl, aber lad ihn auf den Schlitten
Nicht jetzt, nicht hier. Später am Lagerfeuer. Später am Schlitten? Schlitten, den die Magier gekauft haben. Esel. Achso, ihr hattet euch auch umentschieden. Ja, dann wird er hinten auf das. Vermutlich erst in eine alte Decke oder so gewickelt. Und dann hinten auf das Packtier gewuchtet. Damit er nicht ganz so stinkt. Damit er vor allem die Tiere nicht so unruhig macht. Genau das. Und lasst mich eure Wunde mal anschauen. Ja, seht euch an. Krempel mir dann ein Hosenbein hoch. Stiefel ein bisschen runter hier. Seht ihr, ist kaum was dran. Okay. Ich gehe nochmal jagen. Ja, ich würfel mal eine Probe auf Heilkunde Wunden. Sekunde. Sollte Jolas das nicht lieber machen? Er hat doch auch die Werkzeuge. Na nun gut, dann macht. Ich will ihn nicht wecken. Er hat sich in den letzten Tagen ja genug angestrengt. Ja, die erste Probe, also jetzt mal angucken, erstmal der Wunden. Gibt es da Schwernis, oder? Denkt dran, dass wir Heilkunde Wundenwerkzeuge haben. Also wirst du dir sicherlich ausbauen können. Okay, ich weiß bloß die Modifikation gerade nicht. Also. Minus 7. Okay. Aber keine Wunde, also ist sie auch nicht weiter erschwert. Ja, die habe ich locker geschafft, mal gucken. Wie sieht es aus? Ein leichter Kratzer oder ein kleiner Schnitt oder. Vermutlich sind da ein, zwei Zähne sind durch die dicke Lederkleidung gedrungen. Okay. Und haben da ein wenig die Haut punktiert oder so. Ja, nur die Wunden halt auswaschen, ob jetzt mit sauberem Schnee auswaschen und probieren sie provisorisch zu nähen und einen Verband anzulegen. Da gilt die minus 7, ich mache von aus ebenfalls. Mhm. Und ja, gelingt mir. Hätte. Das gibt heute Nacht die Hälfte, also 4 Punkte Bonus auf die Regeneration. Und die Wunde entzündet sich nicht. Genau. Ja. Und dann kannst du dein Bein wieder, deine Hose wieder hochkrampeln. Oder runterkrampeln, wie auch immer. Und packt auch eure Sachen. Wir warten noch, dass Abdulon von seinem Aufflug zurückkommt und dann geht es weiter. Ja, nach ungefähr 35 Minuten des Wartens, während da auch die anderen sich ein bisschen das Bein von Jalan ansehen, betrachten, das Tier, dieses ja zweiköpfige Wesen einpacken, verstauen, aufbinden und auch Eisenmann bzw. Torgosch mit seinen Erfolgen angibt, kommt dann auch irgendwann immer wieder zurück. Immer hat anscheinend im Nacken gepackt, einen Kanickel, wo jetzt hier noch ein Schaft von einem Pfeil rausguckt. Der andere Teil scheint abgebrochen und weg zu sein. Und ist ein ziemlich dickes, fettes Kanickel und kommt damit zurück. Ich habe uns was zu essen besorgt. Und das hat keine zwei Köpfe. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, wenn das alles gut geht, kommen hier 10 Stein Fleisch raus, was wir sozusagen essen können. Und Knochen, mit denen man schnitzen kann, falls jemand mit Knöchelchen schnitzt. Umso besser. Hoffen wir, dass wir noch einige davon finden, bevor es auf der anderen Seite vielleicht dünner wird. Ich habe jetzt auch noch 3 Kilo Fisch, also ich glaube, vielleicht sollten wir den jetzt ausnehmen, weil das ist ganz schön viel Gewicht, das wir noch tragen müssen. Und ich bin jetzt schon ziemlich überladen. Haben wir die 10 Minuten, die das eben dauert? Es dauert schon eine halbe Stunde, insgesamt alles auszunehmen, vor allem auch den Hasen hier, das Kanickel, aber ja, machen wir das, ne? Bevor das verkommt. Oh, weißt du, Waffner, dann machen wir hier eine Pause. Gut. Ich hätte zwar noch gerne eine Stunde oder eineinhalb gemacht, aber wenn im Gebirge lässt sich sowas meistens nicht ganz planen, vor allem wenn dann solche Dinger hier angesprintet kommen. Hoffen wir, dass das erstmal die einzigen waren. Aber das hier, man schüttelt, man kommt den Hasen in der Hand und schüttelt ihn Richtung Jurga, also nicht auf sie drauf, sondern vor sich her. Das hier wird gut schmecken. Weißt du, Waffner, das wohl. Aber wenn Eisemann, der kleine Torwaller hier, den Fisch mitteilt, dann werde ich den essen.